Weiter geht's mit dem großen Hacken bei Hacknet Labyrinth. Herzlich willkommen zurück. Wir haben das iPad hier gefunden. Mal gucken, ob hier vielleicht doch noch was Relevantes drin ist. iPad Support Tickets. Okay, das Ding scheint ein Problem zu haben. Eine Mail. Pacific Air Konto. Das könnte nochmal nützlich sein. Okay, Barnaby. None of your business. Was für scheiß Passwörter. Das sind keine Sicherheitsmitarbeiter. Das merkt man gleich, weil die so scheiße sind. Was die Passwortpolitik angeht, ist ja unfassbar. Kann man so fahrlässig sein? So. Das müsste auch so ein Apple-System sein, beziehungsweise ich sag die ganze Zeit Apple. Es ist natürlich kein Apple, es ist aber eine Anspielung darauf. Ja, man kommt auch hier sehr leicht rein. Apps, Notes, Hinweis zum System-Update. OS-Version beschädigt, okay. Core, das ist alles nicht wichtig. Log. Vielleicht ist hier was gespeichert worden. Nichts, okay. Dann weiß ich gerade nicht, wofür das Ding hier nützlich sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucke ich vielleicht später nochmal vorbei. Hacke ich mich erstmal weiter zu Mark Robinson. Auch viele Ports, aber naja. Kommt man überall sehr leicht rein. Ist ja wie im Urlaub. Scan. Nichts. To-Do-List. Nicht wissen, nicht wichtig. Watchlist. Anime, das interessiert mich nicht. Name Generator. Okay. Vielleicht hat er hier irgendeinen Mist gespeichert, den unser Main Dump Generator finden kann. Nein. Okay. Fällt mir aber schwer zu glauben, dass diese Typen alle hier nichts haben. Da muss doch jeder wichtig sein. Gucke ich nochmal mit dem Device Scanner. Nee. Na gut. Versuchen wir mal in diesen Pacific Airmail Server reinzukommen. Da haben wir okay. B. Ich hoffe, dass der Nickname reicht. None of your business. Ja, reicht tatsächlich. Ja, so Arai. Ach, schön. Gott, die nerven so sehr. Ja, ist mir egal. Phishing-Methode, okay. Nein, danke, mir wäre es lieber, wenn so Beziehung rein beruflich bleibt. Okay, ui. Oh je, da steht jemand auf diese Yasu. Falls ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist. Eine Frau als IT-Chefin ist natürlich auch geil. Okay. Ja, okay. Phishing ist natürlich scheiße, aber das könnte uns helfen. Aber ihr seht, diese Mission ist wirklich sehr umfangreich. Wir haben irgendwie über 10 Netzwerke und kommen nie wirklich weiter. Ah, vielleicht können wir das bestätigen. Phishing-E-Mail. Ich habe mich umgehört. Anscheinend bist du die beste Ansprechpartnerin. Ich habe eine E-Mail über das Zurücksetzen des Passworts erhalten. Vielleicht hilft das. Ah, stimmt. Das bringt ja jetzt auch nichts mehr. Hier muss doch noch irgendwas machbar sein. Ja, diese Musik fängt allmählich an zu nerven. Habe ich hier schon dieses Mem-Dump-Ding ausprobiert? Ach ja, ich habe ja keine Admin-Rechte. Das pisst mich an! Das pisst mich wirklich an!
Ich will in diesen scheiß Mainframe. Kann ich da mal rein? Ja, ich brauche 6 Ports, aber ich kann nur 5 knacken, wenn überhaupt. Das kann nicht richtig sein. Ist der nochmal wichtig? Hier war ich ja, glaube ich, schon mal drin. Ja. Ah, Mann, das kann doch nicht sein. Ich finde das so nervig. Leer, klar. Ach komm, bei dem Kerl ist doch noch was drauf. Jetzt erzählt mir doch nichts. Nee. Gab's noch diese Faith. Obwohl, Moment. Kann ich mich vielleicht auch hier mit diesem Trick einloggen? Nee, okay. Scheint so, als sind diese Dinger von dem Bug nicht betroffen. Probe, nicht proof. Nee, da komme ich nicht rein. Ei. Ich weiß mal wieder nicht weiter. Ich hätte mir die Komplettlösung anlesen sollen, bevor ich das wieder mal mache. Ja. Ich finde das schwer. Ich finde das richtig schwer. Von diesen Lachsdingern. Ich habe das gesamte Netzwerk. Gucken, komme ich. Na, ich müsste mich auch jedes Mal neu einloggen. Das ist sowas von aufwendig. Jedes Mal die gleiche Kacke da immer. Nein. Oh Gott, dass es da kein Abbrechen gibt, ist so nervig. Ah. Kann ich nicht diesen scheiß Server mal hacken? Nein. Gott. Nee, da komme ich nicht rein. Beim besten Willen nicht. Okay, Leute. Ich beende hier nochmal kurz. Ich werde hier nochmal gucken. Ich werde die Lösung jetzt nachsehen. Ich will einfach nicht immer eine halbe Stunde davor sitzen, da wie Ochs vom Berg stehen. Bis gleich. Willkommen zurück. Tja, ich habe etwas übersehen. Es gibt hier einen IRC-Kanal. Ich habe mich nochmal eingeloggt mit diesen Daten von, ja, Faithless. So, und hier gibt es ein Passwort von dieser, ja, so, dieses 18er Jack. Ich kann gar nicht glauben, ja, gut. Passwort, wir sollten das Netz, die sabotieren es doch gerade so. Gucken wir mal, ob das klappt, weil ich glaube, diese Yasuo hier ist der wichtigste in diesem ganzen Spiel. So. Ja, Passwort. Admin. Oh, wie war denn jetzt nochmal dieses Rechts? 1. Ach Gott. Ich und meine Vergesslichkeit. So schlimm. Oh. Obwohl, ich kann es ja hier noch lesen. Vielleicht Mutter zu essen, bla 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 bla. Nee, natürlich kann ich es nicht lesen. Oh, so ein Mann, das regt mich jetzt schon wieder auf. Ich hasse das. Ich verstehe auch nicht. Nee, Faithless ist der richtige Nutzername. Nein, das will ich wieder. Ach Gott. Das Programm ist zu dumm zum Scheißen, ganz ehrlich. So. Nein. Ich krieg wieder meine Wut. Diese Amateure muss man austricksen können. Okay. 1185 Jack. Okay. Blöd können Leute sein, sowas zu schreiben, echt. Ja, wo wollte ich jetzt drauf? Ach ja, zu dieser Yasuo. Frage ist jetzt, ist man da Admin oder? Der hat das Passwort safe geändert. Aber die meisten ändern ihre Passwörter nie besonders gut. Ah, ich wusste es. Einfach eine 1 dran. Scannen wir mal ihr Network. Na, was hast du Schönes? Jemand mit so einem tollen E-Book hat doch garantiert auch ein Smartphone. Ja, ich habe es mir gedacht. Auch so ein dummes Pad. So, noch was Interessantes hier drin.
Okay. So ein Scheiß schreibt nur eine Frau. Mann würde sich nicht die Arbeit machen, sowas zu schreiben. Nicht mal, wenn er eine Frau liebt. Yasuo ist definitiv eine Frau. Aber ein schöner Name. So, hier müssten wir jetzt aber wieder problemlos reinkommen. Ja. Scan. Nee, nix. Na, wo ist dein Passwort? Hä? Notes. To-do-Liste. Nein. Eine Mail. Ach, sieh an. Ich muss mir so viele Notizen machen. Yasuarai. Nein. Kann man bloß so dumme Passwörter haben, ganz ehrlich. Nur was gelöscht worden, was ich wissen sollte? Ich hoffe nicht. Gut. Alles löschen. So, wenn wir jetzt auf diesen Pacific Airmail Server zugreifen könnten. So, nein. Zu. Ah, wir sind drin. Ja, der Inhalt. Passwort Reset. Leute sind so dämlich. Ja, ich bestätige es einfach mal. Na, bringt das was? Keine Ahnung, Lunch. Hey Jay. Ah ja, das ist der Barnaby, der ist so drauf. Ja, okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ich will diesen Drecks Mainframe rein. Ja, anscheinend kann ich das nicht machen. Ich bin immer noch nicht schlauer geworden. Ja, okay, ich brauche Adminrecht dazu. Mir gehört dieser Server ja nicht. Oh, diese Mucke, die nervt. Solange ich den Mainframe immer noch nicht geknackt habe, ist das alles hier sinnlos. Aber wir sind so weit gekommen. Tausende Passwörter und trotzdem nicht das, was wir brauchen. Immer noch nicht. Nach unzähligen Hacks. Tja, Leute, tut mir leid. Ich fürchte, ich muss nochmal nachsuchen. Ich habe einfach keine Lust, immer wieder da zu warten. Es ist mir einfach zu blöd irgendwann. Da muss ich doch reinkommen, verflixt nochmal. Kann ich vielleicht auch Zugangspasswort zurücksetzen? Stimmt, vielleicht könnte das klappen. Ah. So. Logge ich mich nochmal mit Yasuarai rein. Das habe ich jetzt falsch geschrieben. Fick dich. Ah. Immer diese Notes. CW. So, jetzt müssten wir es aber haben. Yasuarai, komm, das muss klappen. 3H2. Warum ist das fehlgeschlagen? Ach, wisst ihr was? Leckt mich. Ich sollte das doch nur melden. Vielleicht kriegen ja meine Kollegen das hin. Nein, das Detail muss noch dazu. CW 3H2. Ja! Ja, genau, testet das ruhig mal. Ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße zu testen, ganz ehrlich. Danke, Cool. Mein Authenticator-Skript hat es schon erledigt. Meinerseits sieht alles gut aus. Es gibt gerade ein paar zeitkritische Dinge zu erledigen. Okay, das wäre.
Cool, die Informationen, die dir noch fehlten, sind reingekommen, sehen somit gut aus. Ein letzter Schlag von deiner Seite dürfte reichen, das schaffst du. Verstanden, der Zugang sieht auch gut aus, der Keks. Gute Arbeit. Ed, der Keks, du hast den Pacific-Server zuerst erreicht, deswegen überlasse ich dir das. Du wirst unser Plan B vorbereiten. Die Vorto ist mir, einige Verbindungsprotokolle zu checken. Das dürfte in dein Fachgebiet fallen, okay? Viel Glück an alle. Ja, wenn ich bloß wüsste, was wir jetzt überhaupt machen sollen. Bin schon dabei, schnappt sie euch, Cool und der Keks. Okay, mache ich anscheinend wieder ein Team mit dem Typen. Okay, die beiden erledigen das. Schon krass, was so eine einfache Hackergruppe erreichen kann. Installiere eine Backdoor auf einem sicheren Pacific Air Link Server. Klar, machen wir. Installiere eine Backdoor. Der Keks, deine Aufgabe besteht darin, uns einen Backup-Plan zu sichern, nur für den Fall, dass sich mein Verdacht über Cole's Job bestätigt. Sollte alles gut gehen, brauchen wir ihn gar nicht. Ich habe eine Software sichergestellt, mit der wir die Übertragungssoftware von Pacific Air kapern können. Ihre Hardware läuft auf einem Computer, den sie Skylink Server nennen. Wenn du diese Hintertür auf dem Server in Sys-Ordner installierst, kann ich mich um den Rest kümmern. Ich habe die Hintertür, die du beobachten sollst, auf den Drop-Server hochgeladen. Sie heißt sysinfo.batch. Lade sie runter, finde einen Weg in das Skylink-System, lade sie hoch. Ich kümmere mich um den Rest, aktivieren ist unnötig. Vergiss nicht, deine Spuren zu erwischen. Das ist nicht der Augenblick, um leichtsinnig zu werden, okay? So, dann können wir uns das hier schenken. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich alles nicht mehr. So, dann brauchen wir den. So, hier ist er. Gucken wir mal, wo ist es? Das ist es nicht. Das ist im. Ne, im Systemordner ist es auch nicht. Ne, hier auch nicht. Ach, was ist das denn hier? Ach, egal. SCP, Sysinfo. Laden wir mal runter. Diese Logs, die müssen ja auch mal weg. Das ist ja schlimm. Ich mag keine Unordnung, Leute. Ich mag keine Unordnung. Da muss ich mal mit eigenem Beispiel vorangehen. Ich glaube, hier ist auch schon eine Menge los. Jetzt muss ich nochmal zurück zum Auftraggeber. Und die beiden IPs nehmen. So, gucken wir uns den mal an. Okay. Da können wir noch nicht rein. Und hier ist der Zugriff verweigert. Das heißt, wir müssen uns hier reinhacken. Okay, der Trace Kill ist natürlich mal wieder nicht belastbar. So. Proxy. Ja, braucht natürlich wieder. Ich werde ein bisschen Wasser trinken derzeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Das muss doch schneller gehen. Gut, dass wir dieses Programm da erwischt haben. Wie heißt es? Pacific Port Crusher 120. SH. Oh, SH Crack. So, vier, ne? Tack. Ton Steam Injector. So, dieses SSL ist ja wieder sehr wichtig. 4W3, minus S. Alter, wie schnell geht denn dieser scheiß Countdown? Oh, komm schon, komm schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Alter. Komm. Ich muss ja noch Port hacken und so weiter. Die ganze Scheiße hier. Okay, kann ich knicken. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder machen. Och, ein Glück. Port. Der Admin hat noch nicht genug Zeit gehabt, das zu verschließen. Ha, Loser. Netzwerk scannen. Och nee, noch ein neuer Server. Immer diesen neuen Dreckserver. Was haben wir denn hier? Der Whitelist. Ah. Reminder. Auf dich dürfen keine Daten. Ja, okay. Dann ist wohl dieses Whitelist-Ding mal wieder das Wichtige. Müssen wir wahrscheinlich unsere eigene IP reinsetzen. Das habe ich aber im anderen aus Versehen gemacht, obwohl es überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Okay.
5 Ports, da komme ich nicht rein. So, wie tricky sehe ich das jetzt aus? Kann ich da irgendwie drauf zugreifen? Ja, theoretisch müsste ich hier auch reinkommen. Ich versuch's einfach mal. Kann mir zwar die Verbindung blockieren, aus irgendeinem Grund kann ich trotzdem die Sicherheitsmechanismen abgreifen. So, wie geht das? I1 Y6 XY. Dann müsste die Firewall down sein. So. Ah, ich brauche keinen Trace Kill. Da komme ich so. Aber ich hacke mich gerade selber. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Wie dumm. Wie saudumm. Aber hier komme ich nicht rein. Ich werde einen Login benötigen. Nur welchen? Ja. Da bin ich jetzt wieder auf dem Schlauch. Ich glaube, ich beende den Part hier wieder. Und ich glaube, im nächsten Part können wir dann auch das Spiel zu Ende führen, weil ich meine, wir nähern uns dem Ende. Alles klar, wir sehen uns bis dahin. Guckt weiter und seht, wie diese Geschichte endet. Bis dahin, ciao.